Ja, meine Herrschaften, zu diesem Buch gibt es eigentlich und zu meiner Kindheit oder zu meinen Erfahrungen gibt es eigentlich nicht so viel zum sagen. Es gäbe viel, viel mehr, das war das so, ich bin geschwacken. Denn ich bin also 34 geboren und zwar noch im Haus von Braberstöckl am Bomin. Das ist eigentlich fast schon ein bisschen bekannt mittlerweile. Und für mich war einfach der Dom der Lebensinhalt. Und ich gehe davon aus, dass der Dom, den ich auch in diesem Buch an Ärztin verewigt habe, meine Grundlage war. Ganz gleich, wenn ich hinausschaue zum Fenster, waren es da meine Frauentüren. Wenn wir gespielt haben im Hof, wenn wir gespielt haben, im Hof haben wir gesagt, wir sind also da mal drum herum gerannt. Also da war immer ein wesentlicher Bestandteil von dem, was in der Kindheit da war. Ich muss allerdings sagen, ich habe in der Kinderzeit sehr viele schöne Sachen erlebt und was man heute gar nicht mehr so weiß. Ich habe es in dem Buch versucht, einigermaßen zu beschreiben, was da drin alles gegeben hat. Also dieses Gasthaus, dieses dritte Gasthaus, das da drin ist, das war eigentlich ein in sich geschlossenes Stadtviertel. Man hat da drin also wirklich alles gekriegt, vom Schreiner bis zum Glaser, vom Gärtner Bett bis zum Friseur, vom Rechtsanwalt bis zum Kirschner. Also es hat alles gegeben. Aber die Schätze an der Geschichte waren nicht meins und das betrachte ich als Stück Stadtgeschichte. Die Leute haben sich alle noch kennt, haben sich geehrt, haben sich geschätzt, haben sich gegrüßt und wenn es brennt, haben sie auch zusammengeholfen. So etwas gibt es heute nicht mehr. Und wenn ich wirklich einmal ins Gassennähe, dann bleibe ich ab und zu mal stehen und fange leises Drama an. Man sieht, dass Leute vorbeisausen, die sagen, da steht der Spinner da oben an und schaut gleich drum. Aber ich weiß schon, was ich dann an meinem alten Stadtviertel da drin habe in München. Ja, es waren natürlich viele, viele nette Geschichten da, ob das die Nachkriegszeit ist oder wie gesagt, als Kinder, wenn ich mir bloß vorstelle, mein Papa, der hat einen Freund gehabt, der hat beim FC Wacker damals noch gespielt, beim Rumreichen, war noch mal die Baustelle. Und der Turmwächter war ein Freund von ihm. Jetzt haben wir jederzeit natürlich, wenn wir wollen, auch einen Frauenturm aufdürfen. Und was du hast, dann kannst du da wissen, nichts du hast, gehst also auf. Aber interessant war es in den Schulferien. Wir haben unsere ganzen Deutsch- und Rechtschreiben- und Rechenhefte genommen und haben drum, haben es gezupft und haben da einen Flieger gebaut, Papierflieger. Aber erst die Güte. Ich sag's euch, wenn ihr bei einem Papier die Güte von heute machen, wenn Kinder da sind, kann man heute den Flieger noch bauen, der wirklich schön fliegen kann. Und dann haben wir da drum, da waren wir drei Böhm, der Geier, Hufeld und der Richard noch. Und wir haben da drum dann Flieger gebaut, den ganzen Tag lang, einen halben Tag lang. Und dann hat uns der so ein kleines Fenster aufgemacht, dann haben wir da Flieger rauslassen. Und ich darf dazu sagen, damals hat die Frauenkirche noch ein Dach drinnen gehabt, da war es noch glatt. Also die, die wirklich abgestürzt sind, die sind runtergerutscht am Dach, aber manche sind geflogen bis zum Stadtgemeinde, das darf ich also nicht sagen. Und da sind die Leute da gestanden und haben gesagt, ui, schön. Okay? Mehr hat es da nicht gegeben, das war einfach einmal so. Ja, mein, was gibt es noch an Sachen? Ich habe zum Beispiel mal von einem Nennonkel, man hat ja als Kind 1000 Onkel und Tanten. Jeder, der kommt, ist Onkel und Tante irgendwie. Ich, mitten am Dom, hinter am Marienplatz, habe ich von einem mal ein Segelschiff geschenkt. So ein großes Segelschiff. Da frage ich mich oder frage ich euch einmal, was tun wir am Dom hinten mit einem Segelschiff? Wo bringt man das zu Wasser, dieses Boot? Aber ich habe noch gefunden, ich bin zwar dann ganz förmlich hinten beim Polizeidach und bin über bis zum Altbadeinischen Garten gekommen. Da bin ich nah und habe das Segelboot am Schnelldruck gehabt, am 3 Meter Schnell. Da bin ich dann so lange rundherum gerannt, bis ich halber frei war. Und irgendwann bin ich vor Begeisterung einmal im Wasser drin gewesen. Nicht, bin ich nicht gefallen, bin ich nicht gesprungen. Oder halt auch noch das Segelboot nach. Und dann natürlich war ich auch schon los und habe gewusst, wenn ich so warm komme, dann schäbert es. Okay? Das war also eine schnelle Sache immer. Und dann war ich der Meinung, wenn das Wetter schön ist, ich habe nichts gehabt, das wäre ein Klapperl. Wir haben alle Unterhosen und Lederhosen drüber und dann jemand. Dann haben wir gedacht, wenn ich mich da in die Sonne hinsetze und Füße auseinander tue, dass ich dann trocken wäre. Ich bin da gesessen, trocken und bin ich nicht. Ich bin heimgekommen, der Weißenkamm ist umgefallen, ganz klar. Und mein Vater hat gesagt, ein Bub muss was tun, sonst ist er kein Bub. Ich habe zwar das Verbot gekriegt, dass ich künftig in der Lage so wo liege, weil es einfach gefährlich war. Aber das waren einfach Sachen, die haben wir noch in Erinnerung. Und wenn ich dran denke, wie die Fliegerangriffe gekommen sind, das war für mich komischerweise auch nicht schlimm. Ich habe nämlich aus Balsaholz
einen Baukasten gekriegt. Ich weiß so was Großes. Und habe, vielleicht kennst du oder andere noch, eine DO-X bauen dürfen. Das war das Wasserflugzeug mit den 6 Motoren oben dran. Und die habe ich schon wieder darauf gewartet, dass wenn der Fliegerangriff gibt, dass ich runter darf, in Drehsbau, in den Keller, und da drunter darf ich basteln. Denn mein Papa, der ist in keinen Luftschutzkeller gegangen, der war als Luftschutzwart immer in einem Domturm drin. Er hat nämlich gesagt, wenn was passiert, ich muss ja raus. Ich muss ja die Leute holen, wenn sie wo verschüttet sind. Aber wie gesagt, das waren die anderen Zeiten, aber das ist ja alles schön im Buch drinnen. Und die Nachkriegszeit, mein, was gibt es da Schönes zum Sagen? Wir waren dann ausgepumpt, haben im Polizeipräsidium zwei Büros als Notwohnung gekriegt. In einem Zimmer ist eine Wasserleitung gewesen, das war Küche, das zweite war also ein Ofen nachgestellt worden. Und dann haben wir da mal heizen können. Ist ein Gitter davor? Ja, so ungefähr, da haben wir vergittert. Denn die Amerikaner haben die Sucht gehabt, alles was im Polizeipräsidium ist, war für die Gestapo. Und es ist so gekommen, dass die meine Eltern auch in der MG aufs Klo geführt haben. Weil sie halt gemeint haben, das ist was. Bis einer mein Vater mal klar machen hat, dass er mir bloß besser da drin sind, als ihr Deppen mit euren Schienenbomben unser Haus zusammengehauen habt. Das ist unsere Heimat. Das hat er verstanden, oder? Das hat er verstanden. Und das ging dann so weit, dass ich von da drin aus, irgendwo, mein Vater hat das Lade gehabt, von da drinnen habe ich meine Streifzüge dann gemacht. Und zwar hat er am Herkommenplatz, da bin ich im Radl bis da rausgekommen, hat auch wieder ein Fußballspäße einen Zeitungskiosk gehabt. Und der hat also noch kistenweise die Bullen drin gehabt. Leparellos mit den Ehrentempeln, alles was halt vom Dritten Reich noch da war. Und hat nicht gewusst, was er machen soll, ich habe gesagt, gib's mir her. Ich habe das, da sind die amerikanischen Truppen, die sind da Kompanie, das waren meistens 5 Tracks und ein Chip vor dran. Und bis der Officer rein ist ins Rathaus und hat sich den eingesetzt, wie viel wollte ich rein, also das Quartier, hab ich hier unten mit den Amerikanern, Wanty-Pictures, so wie Englisch, Letter Schnee, okay? Hitler-Pictures, und das war ein Geschäft, und damals war er die beste Währung, es hat eingesiedelt, was es noch gegeben, 3 Zigaretten, ein Schokolade drin, ein Zucker drin, ein Trockenei, ein Trockenmilch, das waren so Kleinigkeiten. Schätze. Und die größten und wertvollsten Sachen waren natürlich Zigaretten. Ja, ich habe zwar nicht geraucht. Mutter hat aber gesagt, mein, irgendwann gibt es ADM im Seisalon. Das war der Wagen, der in der Müllstraße mit die Leute gesammelt hat. Und hat es reingebracht in die Eckstraße. Und der Vater hat gesagt, bring es mir. Ja. Und so habe ich praktisch da meinen Einfahrt gehabt. Und ich kann mich noch gut erinnern, an dem Eingangstor, das hinten beim Dom, geht da ein bisschen hoch hinten rein. Und da ist dann tatsächlich ein riesen Neger da gestanden. Also ich darf sagen, von der Größe her hat er die Größe von meinem Röhrpapp ungefähr. Vom Umfang her war er noch ein bisschen mehr, aber ein Riesenkerl war er. Aber ich muss sagen, die haben einen glänzend lackierten Stahlhelm aufgehabt, einen gelben Schal in der Kacke-Uniform drin, seine MP da und dann rechts den Halt und links den Gummigürtel, den ich da gehabt habe. Und wenn ich gekommen bin, dann ist er bei da gestanden, hat gegrinst von aller Weite, hat sich in Achtung gestellt, hat mich eingewogen, kam an, war ich, dann hat er seine Dienstverzeugung gemacht und ich bin in meiner Stammer Zigaretten hinten, habe ich die Zeit bin in den Hof reingefahren und Vater war wieder zurück, dass er was gehabt hat. Die andere Zeit war die, dann haben wir heraus eine Wohnung gefunden und zwar hat es mich die Gegend raus verschlagen oder uns verschlagen. Am Rosenheimer Platz, am Simon Böllplatz genau, haben wir eine Wohnung gefunden. Da ist zwar der Dachbalken noch ins Zimmer reingekommen, die haben wir nicht ausbauen müssen, aber das war halt noch wieder mal so. Und das Geschäft haben wir in der Kaufmühlstraße drin gehabt. Und das hat es damals gegeben, meinen mit 10er, da war es die Suppen. Das war im Winter eine Sensation. Bloß, die Suppen hat der Koch bei mir. Also haben meine Eltern vom Schlachthof her, wir haben eine Metzgerei gehabt, haben wir einen Sorgfeld Knochen dahergebracht wieder, dass man was ausgeholt hat. Und dann gibt es ja heute, glaube ich, nur die Firma Zinnobis. Die hat auch so gerne Türen gehabt, also zum Suppenmacher. Und der Kiwi, auf dem die Suppe gemacht worden ist, der hat alle 3 Flammen von dem Gasherz in Beschlag genommen, dann ist umgefüllt worden in einen Wehrmachtbehälter. Und ich habe dann mit einem Anhänger, mit einem Radlanhänger, habe ich 2 Mal am Tag vom Rosenheimer Platz
in die Kaufingerstraße rein, die Suppe fahren müssen. Und jedes Mal, wenn ich einen Spezi gefunden hätte, von dem ich gemeint habe, der soll mich begleiten, sagt man eine Zeit gehabt. Und dann, nein, das waren halt die Zeiten dann, die Nachkriegszeiten, die haben wir auch für und wieder gehabt. Und dann ist noch ein bisschen was beschrieben. Ein Fußballer war in Niederkurde, ich war sogar bei der ersten Schülermannschaft von München dabei. Das war Stern Eintracht, das war eine recht schöne Zeit. Aber wie gesagt, das war also nicht so weltbewegend. Das, was der Alice angesprochen hat, das ist dann die Zeit vom Münchner Herz. Das hat vor über 20 Jahren begonnen. Da war der Professor August Ebertin noch der Geburtshelfer dazu. Aber die Geschichte, die ist ja auch wunderschön beschrieben. Und was mich am meisten freut, ist das, dass also auch Bilder existieren, die das ein bisschen dokumentieren. Ich habe versucht, das so aufzuschreiben, dass der, der es gesehen hat, eine Erinnerung hat. Der, der nicht dabei war, der kann nachvollziehen, was er versammelt hat. Da, was mich am meisten freut, ist heute, dass die Steinberg neben mir sitzen, die Margot und der Günther. Und dass der Name Münchner Herz, der geschützt ist, auch nachdem wir keine Kinder haben, die das Münchner Herz weiterführen könnten, dass dieses Münchner Herz weiter leben und existieren wird. Und der Schluss in meinem Buch, den mache ich ganz kurz, der steht drin, wenn wir aber nimmer leben, das Münchner Herz wird es immer geben. Das ist mein Fazit zu dem Ganzen. Und das ist in den Büchern drin. Die Zwischenzeiten, die habe ich mir auslassen, da habe ich mir jetzt auch noch mal gemacht, das war jetzt nicht so schön. Aber das ist auch nicht so interessant. Ja, ja, gerade der Frühling, gerade der Winter wäre so interessant. Vielleicht einmal ein eigenes Quell. Aber es wäre auch viel zu lesen, wenn das dieser Schwarzen war mit 800 Seiten, da jeder sagt, um Gottes Willen, das überlassen die Politiker. Die haben keine interessante Welt. Genau. Ja. Ich bedanke mich.